Hallo und herzlich willkommen zu meinem 20. Versuch einer Minecraft-Aufnahme. Wir starten mit einer neuen Welt. Irgendwie hatte ich bis jetzt immer massive Probleme mit dem Ingame-Sound. Und ich hoffe, mittlerweile sollte es funktionieren. Also starten wir eine neue Welt, gucken, wo wir rauskommen. Ich denke, so ziemlich jeder müsste jetzt mittlerweile wissen, was Minecraft ist. Und Hexit ist ein Modpack, was einiges an Erweiterungen eben noch hinzufügt. Oder ist ein Häuschen. Und ein Friedhof. Dann schauen wir uns das doch mal an. Es laggt jetzt noch ein bisschen, weil die Welt gerade lädt. Nichts drin. So, ich habe jetzt Hexit, boah, da sind Rüstungen, privat schon ein bisschen gespielt. Allerdings, ja, ich bin jetzt kein Profi oder sowas. Das heißt, es gibt immer noch Sachen, die ich selbst nicht kenne. Aber das lässt sich ja alles rausfinden. So, ich würde mir jetzt gerne erstmal einen Baum suchen. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Schneewelten. Ich mag diese grünen Ebenen lieber. Aber gut, das finden wir schon noch. So, jetzt bauen wir uns erstmal ein bisschen Holz ab. Damit wir uns eine Axt bauen können. Ja, das ist eigentlich dasselbe wie bei jedem anderen Minecraft-Anfang auch. Der Vorteil an Hexit ist, oder ein Teil von Hexit ist eben dieser Lumber-Mod. Das heißt, wir können Bäume jetzt sehr einfach abbauen. Das seht ihr gleich, was ich meine. So, und weg ist er. Die Axt verbraucht sich dementsprechend aber auch. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Zeitersparnis, jetzt nicht mit Materialersparnis. Aber immerhin. So, ich würde jetzt wirklich ganz gerne hier irgendwie weggehen. Ist zwar ganz schön, aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Schneewelten. Schauen wir mal, ob wir auf der Karte schon was sehen. Nee, alles Schnee. Da werden wir wohl ein Stück laufen müssen. Immerhin haben wir schon ein Äpfelchen, sollen wir was zu essen? Gut, dann wandern wir mal los. Ja, ich finde es einfach ziemlich karg. Also ich habe es lieber, wenn es grüner ist und Tiere rumlaufen und... Ach, Kühe. Die hole ich mir dann gleich schon mal. Da wir eh nicht hier bleiben, können wir die auch einfach töten. Ist hier irgendwas? Nö, aber dann können wir uns die Steine hier holen. Ist eigentlich ganz schön, dass hier so verteilt ein paar Ruinen rumstehen. Teilweise gibt es dann auch noch Spawner im Keller und Kisten und sowas. Also können wir uns schon mal ein paar Steinwerkzeuge machen. Da hinten hüpft ein blauer Slime rum. Der ist sehr wahrscheinlich von der Insel darunter gefallen. Von der da oben. Das sind ja Schleiminseln. Slime kann man benutzen, um dann später Werkzeuge damit zu machen. Man kann aber auch Slime-Blöcke craften, auf die man dann rumhüpfen kann. Mehr Nutzen habe ich jetzt noch nicht erkannt in den Dingen.
Nachteil an diesen Inseln ist, dass es darunter so dunkel ist, dass da auch Monster spawnen können. Deswegen halte ich mich ganz relativ ungern unter den Dingern auf. Zumindest am Anfang. Ich möchte schon mal so einen kleinen Stack an Steinen haben für Werkzeuge und sowas. Ne? Gut. Dann bauen wir uns mal ein Schwert und eine Axt. Also Pickaxe. Für den Fall, dass wir irgendwo Eisen sehen, dass wir das mitnehmen können. Und natürlich, um die Kühe zu töten. Zumindest schon mal einen kleinen Vorrat an Essen. Und Leder werden wir später auch noch genug brauchen. Und Kühe spawnen mit Hexit öfter als sonst. Einfach weil man so viel Leder braucht. Das heißt, ich brauche mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich die letzten Kühe auf dieser Welt getötet habe. Ich schaue nochmal, ob da hinten ein Dorf ist. Das sieht nämlich irgendwie so aus. Sieht man auch, dass die wesentlich mehr Leder spawnen als im normalen Minecraft. Ja, da ist auch Glühsäure, das nehmen wir auch mal mit. Das brauchen wir dann später, um Chocobos zu züchten und zu zähmen. Das sind ja Tiere, die durch den Chocobo-Craft dazugekommen sind. Sind eigentlich aus Final Fantasy. Und mit denen kann man sich schneller fortbewegen und dann später, wenn man an sich einen goldenen gezüchtet hat, auch fliegen. Im Nether kommen die auch vor, allerdings relativ selten. Und diese Chocobos sind dann feuerresistent und geben einem, wenn man die reitet, eben auch einen Buff, um feuerresistent zu sein. Das ist eine Hexiker-Essenz. Wenn man da ganz viele von hat, kann man sich da Rüstungen draus bauen, die ganz gut ist. Es sind echt viele Kühe. Da hinten ist so ein kleiner Boss-Tower. Da sind Kisten drin und ganz viele Mobs. Da sind schon die ersten Chocobos. Aber ich möchte jetzt erstmal aus dieser Schneewelt hier raus. Eine Schneeruine. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Das heißt, wenn ich irgendwas verpasse oder sowas, das kann durchaus mal passieren. Und da ist wieder ein Friedhof. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar mal die Rüstung tot. Dann können wir uns da mal umschauen. Hallo. Ich möchte nur ungern gegen beide auf einmal kämpfen. So, Ektoplasma, das ist, ja, das Spawn wird halt von Geistern gedroppt, ne? Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt irgendwas sein sollte. Also ich kenne zwar die Grüfte, das sind halt Steinbauten, wo Kisten drin sind, aber ob unter dem Friedhof jetzt noch irgendwas ist, weiß ich nicht. Und ist mir jetzt eigentlich auch schon, oder noch ein bisschen zu heikel, um danach zu schauen. Das ist echt eine große Schneewelt. Das fleckt's gerade. Dann ist wieder ein Häuschen. Da ist aber auch, ouch, wieder kein Dorf. Ah, da ist aber Kohle, die können wir auch schon mal mitnehmen. Diese Lichtbugs gibt es jetzt beim normalen Minecraft nicht mehr, aber das Spiel, das läuft eben mit einer älteren Version. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Und da gibt es die leider noch. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Kohle, können wir uns gleich noch ein paar Steaks machen.
Das kann ich nicht mitnehmen. Das ist Eisen in Kies. Das könnte man dann genauso behandeln wie das normale Eisen, das im Stein ist. Das heißt, in den Ofen schmeißen, dann kriegt man Ingots raus. Aber dazu braucht man eine Schrotflinte. Außerdem sind die Erze hier jetzt nicht so selten. Oh, Pinguine. Also hier kommt alles Mögliche auch direkt an der Oberfläche vor. Zum Beispiel Diamanten und sowas, also da braucht man nicht rumgraben. Da kann man einfach die Berge langlaufen und sich das Zeug holen. Ja, ist jetzt schade, dass wir kein Bett haben. Weil es wird dunkel, aber Schafe habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ah, da rechts von uns ist wohl eine Festung. Laut Karte. Aber holen wir uns erstmal Bären. Ja, da sieht man schon Diamanten an der Oberfläche. Bären regenerieren einen halben Hungerpunkt, aber die lassen sich schnell essen oder schneller essen als andere Sachen. Und da haben wir ein Dimensionsportal. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Das ist ein bisschen, oder kann ein bisschen gefährlich sein. Okay, wir haben kein Bett, also würde ich mich mal in das Häuschen da zurückziehen. Und dann können wir schon mal unsere Steaks braten. Und die Nacht ausharren. Okay, das war wohl ein Leck. Machen wir uns gerade nochmal eine Steinaxt, dass wir die auch schon mal haben, wenn wir irgendeinen schönen Baum sehen. Ja, gut, Schaufel kann nicht schaden, denke ich mal. Ich hoffe, dass wir relativ bald ein Dorf finden. Ja, das ist eine große Festung. Die würde ich mir gerne mal im Blick behalten. Na, ja, laufen wir einfach mal weiter nach Süden morgen. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt die Nacht nicht viel, also überspringe ich das einfach mal. Und ja gut, die Folge ist eigentlich noch nicht vorbei. Noch 4 Minuten Zeit, was machen wir denn mal? Ja, wir können es ein bisschen in den Boden graben. Vielleicht finden wir irgendwas. Außer Erde. Ich will nicht gleich die erste Folge dann schon wieder zu kurz machen. Also ich plane eigentlich 20 Minuten Folgen. Und da haben wir noch ein paar Minuten. Oder ich kann die Uhr gerade nicht lesen, aber ich meine, müsste so hinkommen. Mein Aufnahmeprogramm zeigt mir leider auch nicht. Ach, zeigt mir leider auch nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, ich muss sagen, wir finden sehr, sehr viel. Also das lohnt sich wirklich, dass wir uns gerade in den Boden buddeln. Okay, das ist Marmor. Ich weiß aber nicht, warum das passiert. Also das habe ich schon öfter mal gesehen, dass sich die Steine, während ich es abbaue, in Marmor verwandeln. Könnte natürlich auch ein Bug sein, aber vielleicht hat das auch einen Grund. Das kann man dann nie so genau sagen, weil gehexet. Das sind ja Fossilien, also manchmal droppen da Knochen, wenn man das ausbuddelt. In dem Fall jetzt nicht. Das Zeug, das kann man
in den Ofen schmeißen und dann wird es wieder so weiß. Als Baustoff dann einfach. Naja gut, wenigstens haben wir dann Steine. Ja, auch wenn bestimmte Edelsteine und sowas jetzt auch an der Oberfläche vorkommen, grabe ich mich immer noch auf Ebene 11 runter. Ich weiß gar nicht warum. Wir werden das hier eh nie mehr benutzen. Also das ist eigentlich auch egal. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwie eine Höhle finden. Vielleicht ein paar Büsche oder sowas. Es gibt nämlich in Hexit auch ja, Erzbüsche. Also das heißt, zum Beispiel den Iron Orberry Busch, das heißt, der wächst Eisenbeeren, die man dann wiederum in Ingots umwandeln kann. Und die kann man eben auch, wenn man die abbaut, selbst irgendwo in der Höhle oder wo es dunkel ist, halt anpflanzen. Und dann hat man einen stetigen Eisenzulauf. Das finde ich ganz cool. Gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Stein, ein bisschen Marmor und ganze drei Eisen. Das hat sich doch gelohnt. Hätte eigentlich die Fackeln wieder mitnehmen können. Naja. Da guckt irgendwo ein Zombie rum. Da. Schauen wir mal, wo der Mond ist. Nicht sichtbar von hier. Gut, aber jetzt haben wir schon mal was zu essen. Wir können uns eine Spitzhacke bauen. Das Eisen lasse ich jetzt erst nochmal Eisen sein. Und dann können wir morgen, sobald Tag wird, weiterziehen. Wenn Leute gegen die Tür schlagen. Sehr cool. Okay, das war's für die erste Folge von Minecraft. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal dann wieder rein. Tschüss!